Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Apex Legends. Und heute gibt es ein kleines Showcase der neuen Skins, die wir im Collection Event alle bekommen können. Als erstes zeige ich die Free Pass Skins, also quasi die Skins, die man durch Challenges kostenlos bekommen kann. Danach zeige ich alle Event Skins, also quasi die Skins, die ihr kaufen könnt durch die Event Packs. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch das neue Rampart Erbstück. Und ich kann einfach nur sagen, dieses Erbstück ist der absolute Hammer. Es ist einfach mega gut gemacht. Die Skins in dem Event sind ultra nice. Der neue Spot auf der Karte ist super sick. Also wow, dieses Event ist einfach rundum perfekt. Aber gut, quatschen wir nicht mehr länger, sondern fangen wir an. Ich zeige euch jetzt alles, was euch in dem Event erwartet. Let's go! So, wir fangen an mit dem Free Pass, also alles, was man kostenlos freischalten kann. Okay, eine Badge, sieht ziemlich nice aus. Den übel epischen Ladebildschirm, den finde ich richtig gut aus dem Evolution Collection Event. Dann haben wir hier ein Heavy Mag als Weapon Charm. Finde ich auch okay. Hier diese ganzen Kill-Badges, also von wegen, ja, verursachter Schaden, bla bla. Werde ich alle nicht zeigen, weil, ja, die sind meiner Meinung nach irrelevant. Was haben wir hier? Mecha Wally. Das ist irgendwie ein nicer Hase. Der ist ganz süß. Dann haben wir hier irgendwie herzförmige Kiste. Ja, das sieht auch eigentlich ganz schick aus. Hier haben wir den Helm von dem Rampart-Skin, den es im Event zu kaufen gibt. Den finde ich ganz schick eigentlich. So, dann hier der neue Lifeline-Skin. Den finde ich für einen epischen Skin tatsächlich ziemlich geil. Und ich finde auch dieses Leuchten an den Handschuhen richtig nice. Also, ja, ich muss sagen, für das, dass der Skin episch und kostenlos erspielbar ist, muss ich echt sagen, ist das ein mega heftiger Lifeline-Skin. Oh, der Triple-Take-Skin sieht ja mal absolut sick aus. Gut, das ist jetzt in dem Fall hier Geschmackssache, wenn man das hier nicht so mag mit diesen... Das sieht halt aus wie so Muskeln. Höchste Präzision. Es sind ja auch Muskeln, bloß halt mit so einem grünen Schleier überzogen. Und ja, ich finde den Skin mega. Ich finde den Skin echt richtig geil. Der ist so richtig schön abgerundet, relativ clean gehalten. Ja, der gefällt mir sehr, sehr gut. Alright, dann haben wir noch den Wingman-Skin. Der sieht aus wie eine Frag-Grenade, habe ich so das Gefühl. Wie eine Splittergranate. Ja, aber ich glaube, der wird in-game erstens ziemlich groß sein und ziemlich viel Sicht verdecken. Und außerdem finde ich ihn vom Design her nicht so cool. Das Orange hätte auch blau sein können, dann würde ich es vielleicht mehr feiern. Aber für das, dass er kostenlos erspielbar ist, ist er auf jeden Fall mega nice. So, und was haben wir noch für einen Weapon-Charm? Oh, tut gar nicht weh. So eine Stim von Octane oder Lifeline, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall so eine medizinische Spritze. Sieht ziemlich cool aus. Nice Sache. Alright, kommen wir zu den Event-Skins. Wir haben hier an erster Position einen mega epischen Crypto-Skin. Der sieht einfach richtig sick aus. Er sieht auch wirklich hier so krass aus wie so ein Hacker. Den fühle ich absolut. Richtig nicer Skin. Der Mirage-Skin hier erinnert mich zu sehr an den Standard-Skin. Glasfaser oder Glasfiber heißt der, glaube ich. Ja, finde ich jetzt nichts Besonderes. Longbow-Skin. Wir haben mittlerweile so viele Longbow-Skins, ich weiß nicht. Fühle ich jetzt tatsächlich auch nicht so. Und ich finde auch irgendwie, ja, dieses Lila mit dem Grün ist nicht so meins. Den Flatland-Skin hingegen finde ich absolut episch. Vor allem auch, wie der leuchtet. Man sieht es hier ganz gut. Wow, also da muss ich sagen, für das, dass es ein epischer Skin ist, sieht der echt absolut sick aus. Klar, über das Model kann man so ein bisschen streiten. Aber ich finde, vom Design her ist der ziemlich flashy. Auch wenn er, ja, schon sehr üppig und auffällig ist. Dann haben wir hier einen Repeater-Skin, der ziemlich clean gehalten ist. Hier mit einer ganz nicen Animation in meinen Augen. Ja, doch, den kann man machen. Den Hemlock-Skin hier allerdings finde ich auch wieder richtig, richtig geil. Ich weiß nicht wieso, aber für das, dass der episch ist, sieht der meiner Meinung nach echt gut aus. Ich mag dieses Grün mit dem Blau und dem Beige hier. Das geht alles so ineinander über und ich glaube, der ist auch so ein bisschen angelehnt an diesen Crypto-Skin. Also ich muss sagen, der Hemlock-Skin gefällt mir sehr, sehr gut. Alright, was haben wir hier für eine Pose? Für Lifeline. Oh, ja, ist mal was anderes, fühle ich. Hier eine Pose für Wraith. Okay. Yo, okay, das ist wahrscheinlich die epischste Wraith-Pose überhaupt. Sie schmeißt einfach diesen Arx da. Wie geil ist das denn? So, als würdest du es nicht erwarten. Ich muss das nochmal anschauen, das ist mega cool. So, weißt du, sie schleicht sich so an und weiß genau, dass du links von ihr stehst. Zack, haut dir den Arx da rein. Mega nice, absolut krasse Pose. Hier, was haben wir? Ein Skydive-Emote für Seer. Okay, da schwebt er durch so einen Ring von seinen Drones durch. Nee, fühle ich jetzt nicht so. Ich muss sagen, da finde ich den aus dem Battle Pass echt viel, viel besser. Hier einen Revenant Skydive Emote. Ah, okay, da packt er seine asiatischen oder japanischen Fächer aus, mit der er die Drohne zerstört. Auch jetzt nicht so meins. Hier haben wir einen Talisman, der an den Octane Skin angelehnt ist. Den finde ich zum Beispiel richtig cool.
Dann hier einen, der ans Rave-Portal erinnert. Den finde ich zum Beispiel auch richtig episch. Und ja, apropos episch, fangen wir an mit den legendären Skins. Bangalore. Sorry, ich weiß, es gibt viele von euch, glaube ich, die diesen Skin hier übel krass feiern werden. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich muss echt sagen, ich fühle diesen Skin absolut gar nicht. Aber gut, das ist einfach Geschmackssache. Es gibt bestimmt einige Leute, die den Ultra feiern werden. Den Octane-Skin allerdings finde ich schon wieder richtig cool und ich mag halt einfach diese Schläuche. Ich liebe solche Schläuche an Skins. Ich finde das einfach so episch und man sieht ja auch hier, wie dieses Stim quasi ihm eingeschleust wird, wie hier quasi auch das Ganze an der Haut reagiert, wie halt wirklich einfach komplett unter Speed ist. Also den Skin finde ich richtig, richtig epic. Ja, dann haben wir hier den Fuse-Skin, der erinnert mich tatsächlich irgendwie an Terminator. Ich weiß nicht, also einerseits finde ich ihn irgendwie episch, andererseits weiß ich nicht, passt er nicht ganz so zu Fuse? I don't know. Er ist okay. Für das, dass ich keinen Fuse-Skin habe, keinen legendären, ist es mega cool. Den werde ich auf jeden Fall equippen. Aber ja, es wird wahrscheinlich auch hier wieder viele geben, die sagen, hey, der Skin ist der absolute Hammer. Aber ich gehöre tatsächlich nicht dazu. Alright, Lifeline. Oh. Okay. Also der ist mir tatsächlich ein bisschen zu mechanisch. Ich finde das zwar nice, wie hier, sage ich mal, diese Heil-Essenz, diese Essenz so reinläuft in ihr Herz. Das finde ich ziemlich cool. Aber ich weiß nicht. Ich finde, der Stil passt einfach nicht so zu Lifeline. So dieses komplett Roboter-mechanische fühle ich jetzt nicht so. Auch wenn ich es cool finde, dass sie die Spritze am Arm hat. Das finde ich echt ziemlich nice. Aber ja, es ist okay. Ich finde den Skin jetzt nicht übelst geil, weil er einfach meiner Meinung nach nicht zu Lifeline passt. Aber es gibt bestimmt einige von euch, die den übel krass feiern werden. So, machen wir weiter mit dem Rampart-Skin. Den hat man ja schon im Intro gesehen. Ich muss sagen, ich finde den ziemlich epic. Auch wieder hier, ich stehe auf diese Schläuche, auf diese ganzen Details. Diese Grün-Türkis-Gelb-Kombination finde ich richtig nice. Auch wenn ich finde, dass man das Gelb noch ein bisschen flashier hätte machen können. Ein bisschen heller und greller das Gelb. Aber okay, ich muss sagen, mega nicer Rampart-Skin. Auch das mit den Haaren, die hier so vom aus dem Helm rauskommen, ist echt eine nice Sache. Yo, da sind wir bei dem Pathfinder-Skin. Also erstens muss ich sagen, dieses Gesicht cringet mich absolut an. Das finde ich echt ein bisschen creepy. Aber ansonsten stehe ich auf diesen Skin. Ich meine, klar, man sieht hier so richtig die Muskeln wie bei einem Mensch. Aber ich muss sagen, ich finde den Skin echt geil. Ich glaube, hier wird es tatsächlich auch ziemlich viele Diskussionen geben, weil ich glaube, dass viele von euch den Skin hier definitiv nicht fühlen. Aber ich muss sagen, ich finde den echt epic. Das ist mal eine ganz andere Seite von Pathfinder, die man halt überhaupt nicht so kennt. Und ich meine, der ist richtig gut umgesetzt. Und für das Thema Evolution, was ja quasi das Event-Thema ist, muss ich sagen, passt dieser Skin echt einfach nur perfekt. Kommen wir zum Rave-Skin. Und ich muss sagen, holy moly, das ist in meinen Augen der coolste und beste Rave-Skin, den wir eigentlich bisher so haben. Ich muss sagen, mir gefällt es einfach richtig gut mit diesen Details hier unten, hier am Arm, so wo man auch so diese Essenz sieht, diese Flüssigkeit, die so durch ihren Körper strömt, so diese, ja, keine Ahnung, diese Energie, dann auch so diese Haare komplett wild. Also ich muss sagen, den Rave-Skin finde ich absolut geil, auch so wie der Umhang hier nur so ein bisschen runterflattert, dann hier diese Umhang-Details hier auch ein bisschen aufgeschlitzt, die geschnitten. Also dieser Rave-Skin ist meiner Meinung nach das absolute Highlight dieses Events. Gut, machen wir weiter mit dem R301-Skin und hier muss ich einfach sagen, das ist wahrscheinlich der cleanste R301-Skin, den wir jemals hatten. Fast keine Details hier, dieses seitliche Ding ist natürlich ein bisschen sichtverdeckend, aber ansonsten ist es einfach der schlichteste und cleanste R301-Skin, was auch definitiv ein Pay-to-Win-Skin ist, ganz ohne Frage, aber er sieht auch echt gut aus und er ist einfach so unfassbar clean. Mega geiler Skin. Alright, dann haben wir hier den Sentinel-Skin im Wraith-Design. Natürlich, weil ich den Wraith-Skin feiere, feiere ich natürlich logischerweise den Sentinel-Skin hier auch. Auch schön wieder mit diesen Details hier überall. Auf jeden Fall mein Favorite Sentinel-Skin. Oh yes, die Rampage ist wieder im Stil von Rampart gehalten, was ja irgendwie auch thematisch passt, weil die Rampage wurde ja von Rampart entwickelt. Hier sieht man auch dieses R, also auch im gleichen Style. Fühle ich auch. Finde ich ein mega nicer Skin, vor allem weil ich für die Rampage keine legendären Skin habe, muss ich echt sagen. Sagt mir das Ganze schon sehr, sehr krass zu und ich finde auch hier wieder diese Details mit den Schläuchen. Ich stehe einfach auf solche Schläuche, wo Flüssigkeit durchläuft. Ich weiß nicht wieso, aber mich turnt das einfach irgendwie an. Finde ich geil. Oh, Leute, Schläuche. Der Master Skin ist auch meiner Meinung nach so clean. Oh mein Gott, ja doch. Ich glaube, ich habe meinen Lieblings-Master Skin entdeckt. Definitiv. Absolut geiler Skin. Sieht richtig epic aus.
Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich finde den einfach nur richtig clean. Und ich glaube, nur wegen dem Skin werde ich die Mastiff ein bisschen öfter jetzt spielen. Okay, zuletzt kriegen wir noch hier einen Emote. Pathfinder macht einfach ein Lasso und springt damit Seil. Pathfinder ist einfach der neue Sheriff, Alter. Pathfinder ist der neue Sheriff in der Stadt, fühle ich. Mega, mega cooler Emote. Auf jeden Fall auch gleich mal ausrüsten. Ist eine nice Sache. Alright, das waren die ganzen Event-Skins. Gucken wir uns noch das Erbstück an. Ich schaffe und töte Dinge mit meiner Hand. Ja, eine ziemlich solide Voiceline, die halt auch zu Rampart-Style passt. Hier haben wir eine Pose. Die finde ich einfach nur epic. Oh ja, das sieht einfach nice aus. Ihr Bubblegum im Mund, ihr Kaugummi, dann so dieses Peace-Zeichen und das Erbstück. Mega nice Sache. Und hier haben wir das Ding. Oh man, Problemlöser heißt es. Und ich muss sagen, es sieht echt ziemlich geil aus. Es ist ziemlich schlicht gehalten. Aber gerade das macht es irgendwie aus. Und es passt halt so unfassbar gut zu Rampart. Oh mein Gott. Wir gucken uns nochmal die ganzen Animationen des Erbstücks in-game an. Oh ja. Okay, das fand ich zum Beispiel schon mal richtig cool. Ah lol, der Sticker ist ab. Nein. Sie klebt einfach den Kaugummi drunter. Okay, das ist auch mega nice. Mein Lieblingsgeschmack, die Tränen deiner Mama. Okay, ich glaube, das ist die Standardanimation, wo sie sich so den Kaugummi raussnitcht. Yo, wie geil. Okay, die fühle ich auch richtig krass. Wie auch der Emoji da oben ist. Yo, wie der Dinosaurier. Okay, das war sick. Also ich muss sagen, für das, dass es ein sehr, sehr schlicht gehaltenes Erbstück ist, sind die Animationen dafür echt richtig gut gemacht. Die haben wirklich versucht, aus dem schlichten Erbstück die besten Animationen rauszuholen. Also muss ich echt sagen, das fühle ich absolut. Einfach mega, mega nice. Ja Leute, das waren auf jeden Fall schon mal die Sachen, die ihr zu dem Event unbedingt sehen musstet. Ja, und schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsskin ist von den Event-Packs. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, wenn ihr das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und im nächsten Video gucken wir uns an, wie stark Rampart jetzt nach diesem Buff ist, wo sie ihre Ulti, also Sheila, mit herumschleppen kann. Das sehen wir im nächsten Video. Also lasst dafür auf jeden Fall schon mal ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Macht's gut, Leute. Bis dann und ciao.